herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere, mit Athletic Bilbao. Wir haben das nächste Spiel vor Augen und das ist der Gegner Getafe aus dem Vorort von Real Madrid, von Madrid. Ja, apropos Madrid, das haben wir in der letzten Folge gezeigt. Wir haben ein 3-1 in Madrid gefeiern dürfen und wollen natürlich jetzt mit Bilbao den nächsten Dreier holen. Jetzt haben wir noch einen Abgang hier. Ja, Munir hat jetzt schon gesagt, ja, hör mal, willst du nicht noch ein, zwei Spieler holen? Apropos Bilbao. Luis Bilbao wechselt nach Düsseldorf, das war ja irgendwo klar. Für gute 2 Jahre. Blöde Frage, wie viel Kohle habe ich denn auf der Hand? 15 Millionen. Gut, Bilbao ausgeliehen. Ja, wen könnte man noch holen? Ne? Das ist halt die große Frage. Wer passt da so ein bisschen rein in den Kader? Wer passt da noch rein? Gut, wir könnten natürlich gucken, dass wir noch einen Linksverteidiger verpflichtet bekommen. Du bist doch ein bisschen eingerichtet. Nein, nein, bleib dabei. Zur Jugendakademie. Ich habe nicht mal Linksverteidiger auf der Bank, okay. Ist jetzt noch nicht mal was dabei, wo ich sage, den muss ich jetzt mal durchziehen, die Jungs. So, gerade gucken. So. Jugendakademie. Okay, das war, waren wir gerade schon. Alles klar. Wen holen wir denn noch? Müssen wir noch unbedingt einen noch holen jetzt auf der Position. So. Spanien. Warte mal, da können wir ja gucken, ob wir noch einen finden für die Position, weil wir müssen ja Spanien gucken. La Liga Santander. Team. Real war ja Sociedad San Sebastian. Hier noch einen Spieler da auf der Position, den man unbedingt verpflichten muss. Eine Herrera, der ist ja gerade jetzt gewechselt. Genauso wie Lecui. Die zwei sind gerade erst den anderen Weg in die andere Richtung gegangen. Die kamen ja von uns. Vico Merino. Ja, ich würde ihn gerne verpflichten. Ich weiß, dass der, glaube ich, auch Baske ist. Ayan Munoz. 13 Millionen. Frage ist ein Munoz, bist du Baske? Das wäre natürlich eine Alternative. So, gucken wir mal gerade, da haben wir doch irgendwo die Möglichkeit. Hi, Herrn Munoz. Warte mal. Du heißt übrigens Ayan. Ja, bei Google Dings macht gerade so ein bisschen. Bist du Baske? Das ist die große Frage. Was hast du denn für eine Wertung? 74er Wertung. Für links hinten wäre nicht schlecht. Geschichte. Okay, das ist. Bist du Baske theoretisch? So, okay. Also 74er Wertung, 79er Potenzial, Alter. Baske. Ich muss tatsächlich jetzt extra für jeden Spieler. Bist du was? Er ist tatsächlich Baske. Also wenn man holen. Kann vorschlagen. Nein, wir werden die Transfer, die Dingsverhandlungen und
und werden uns mit. Ich habe jetzt nachgeguckt, er spielt, hat tatsächlich für die Nationalmannschaft des Baskenlandes gespielt. Nur so nebenbei gerade. Also tatsächlich muss ich bei jedem Spieler jetzt gucken extra. Ja, hast du. Oder hast du nicht? Bist du Baske oder bist du nicht? Hat ein Dings von 6 Millionen. Ich werde ihn für 7 kaufen wollen. Und die sagen, jo, passt auf jeden Fall. So. Soll rein theoretisch, ja. Soll hinten links verpflichtet werden. So, Schlüsselspieler. 5 Jahre. Wenn er das möchte. Freigabesumme X. Bekommen brauchst du nicht. So, und jetzt sag mir bitte, dass du was haben willst. Wieso? Die Frage ist, wie weit bist du da? 16. 300.000. Sag bitte, ja, es passt. Jo, passt. Und damit haben wir unseren Linksverteidiger. So, da brauche ich jetzt nicht drauf zu achten. Ian Munoz wechselt für 7 Millionen von Sociedad nach Bilbao. Also wenn ich Basketspieler kaufe, dann kauft ihr die meist von kauft ihr die am besten von Sociedad. Oh, David Silva. Ja gut, der ist ja damals eingewechselt. Genialer Fußballer auf jeden Fall. Schade, dass der schon 36 ist. Deswegen ist er für mich definitiv keine Option. Aber ja. Den haben wir jetzt verpflichtet, den Jungen. Und da kann Muni einen sagen, okay, passt. Weil er hat ja gesagt, er hat ja ein bisschen Angst, dass wir den Kader nicht verstärken wollen, sondern dass er oder auch wir den Kader verstärken wollen, so ist es richtig. So. So. Balenciaga. Munoz soll ja als LV darf kommen bleiben, auf jeden Fall. Apropos Bilbao, ich habe gerade das Ergebnis reinbekommen vom heutigen Ligaspiel, das war jetzt vor ein paar Tagen. Wir haben Samstag. Bilbao hat tatsächlich gegen Real Sociedad mit 2:0 gewonnen. Also ist ja quasi das Derby gewonnen. So, Irolaie wechselt jetzt für, Iro wechselt für 2 Jahre nach Casabia, nach Portugal. Wir spielen heute nochmal gegen Getafe. Gegen die großen Jungs. So, passt soweit erstmal. Gucken wir mal, wann unser, heute unser aber heute die nächsten 3 Punkte holen. So ist es richtig, mein Gott. So. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Athletic Bilbao gegen FC Getafe. Im ersten Spiel hat Athletic Bilbao eine Menge gezeigt. Eigentlich hatten alle mit 0 Punkten gerechnet, aber am Ende standen sie mit 3 Zählern da. Das war schon klasse. So kann es aus ihrer Sicht natürlich gerne weitergehen. Tja, Buschi, er wird hier heute sein Debüt feiern. Ganz interessante Geschichte. Also, was glaubst du? Was können wir heute schon von ihm erwarten? Was traust du ihm zu? Ja, es gab viele Stimmen, die sagten, Mensch, wie gut könnten die sein, wenn da im Sturm noch richtig was abgehen würde. Wenn sie da noch drauflegen. Das ist nun gelungen. Toller Neuzugang. Besser geht's kaum. Bilbao, Buschi, das ist jetzt erweiterte Spitze in Spanien oder ist es gehobenes Mittelfeld? Ja, Wolf, genau das war in den letzten Jahren immer wieder die Frage. Die Spitze der spanischen Liga, die ist dicht, aber dahinter ist für eine Mannschaft wie Bilbao eine Menge drin.
Ja, wie gesagt, die Top 6 sollen rufen und der erste Sieg ist schon mal unter Dach und Fach wir gegen Real. Die Aufstellung von Bilbao. Ich weiß auch nicht, aber wir haben einen Wechsel. Für ein 4-4-2 mit Raute. Munoz. Taktik, weil du damit für Lücken als sorgen kannst, gerade über das neuer Tempo Linksverteidiger ist dabei. Und vorne natürlich Escobar und also Iñaki Williams. Schauen wir kurz drauf. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. So, auf geht's. Erster Heimsieg oder was? Geray. Ian Munoz, der Neuzugang. Kam ja für 7 Millionen von Real Sociedad, also quasi ausverkauft bei Real Sociedad. Escobar, Ballverlust. Wie gesagt, der Junge ist gerade mal 16. Der kriegt ja. Oh, das könnte schon eine. Moment, Mia. Geray, der Torschütze zum Führungstreffer gegen Real. Aber auch der eine Mitte verursacht. Munoz. Sie haben Platz. Munoz. Jetzt die Hereingabe. Da ja, ist auch nichts passiert. Und jetzt ist der Ball geklärt. Vencedor. Escobar. Dann macht der mal, dann macht der vielleicht irgendwann mal so ein erstes. Escobar! Da war mal eine gute Situation, aber noch nicht zwingen. Aber Fragezeichen, macht der irgendwann mal sein erstes Tor machen mit 16? Vielleicht sogar schon heute. Williams. Erstmal Williams mit der guten Situation. Vencedor. Escobar! 1-0 ist er noch! 16 Jahre jung, zweites La Liga-Spiel, erstes Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Wir bauen auf dem Kurs 6 Punkte oder was? Naja, der Keeper sah gut sah nicht aus. Dem Escobar wird es egal sein. Aber er macht sein Tor endlich. Der darf dann tatsächlich erstmal ran. Pedro Escobar, zweites La-Liga-Spiel, erste Saison. Der Tafel ist nun also hinten. Weiter geht's. Raúl Ruidíaz. Ruidíaz. Oh Gott. Mit dem habe ich schon ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht, ein paar Mal. Gute Pässe jetzt. Guter Vorstoß jetzt. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit. Ist aber meines Wissens Peruaner. Also auch keine Option für uns. Sie üben schon früh Druck aus. Schiri, der hat schon gelb. Bitte lass mir jetzt nicht den ersten Spieler mit Verletzungsbedingungen vom Fall. Also er wird auf jeden Fall gelb, Maximovic. Das ist absolut richtig. Vertretbar, denke ich. Gegen Ariz. Hier ist Tondo, aber der kann weiterspielen tatsächlich. Ja, sag mal. Oh, schönes Ding. Guter Trick. Gut durch. Oh, ja, sag Ball. Und 2-0. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann ist es einfach nur noch. Und für den ist es mittlerweile Tor Nummer 3. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Raúl Ruidíaz. Oh, schön abgeblockt da. Und den Ball abgefangen. Und sie durch. Ja, erstmal hat das gut verteidigt da. Maximovic. Der natürlich jetzt ein bisschen auf dem. Vencedor. Gut gemacht. Unai Vencedor. Muniain. Williams. Williams. Flanke kommt. Ah, der kommt. Und es gibt Elfmeter. Elfmeter. Hat Elfmeter, oder wie? 31. Jenny. Ja, war jetzt so schnell nicht auf die Schnelle nicht zu sehen. Aber
Escobar. Der Start 3-0. 16 erreicht. Doppelpack 2. Das war Ligator, 31. Minute. Er macht es jedenfalls. Keine Chance für den Keeper. Wo die Schiedsrichter gucken, Zuschauer hingucken, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, wir haben große Freude auch am Spielfeldrand. Ein Tor. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch. Und damit dürfte es eigentlich Richtung Tabellenspitze gehen. Weil egal, ich glaube nicht, dass irgendwo, je nachdem, wie Villarreal sein nächstes Spiel gewinnt. Jedenfalls wieder, wenn die jedenfalls so hoch gewinnen, weg ist der Ball. Dann wird es natürlich. Escobar, Doppelschlag. Williams. Sein Doppelpack hier. Williams! Williams mit der Chance. Boah. Der Ball ist drin und also der Keeper sollte mal dringend ausgewechselt werden bei die Kitafe. Das war jetzt schon das nächste Ding, was er da so ein bisschen wohl da hat. 4-0. 36. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart ist. Ja, aber irgendwo sah der Keeper da auch schon wieder nicht gut aus. Weil, puh, der war durchaus haltbar, würde ich fast sagen. Wage ich zu behaupten. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Also Bilbao für 4-0. Ja, schade. Wieder nichts. Sie verlieren hier den Ball. Wie Diaz. Ballverlust. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Der Kopfball ist drin. Und plötzlich sagt auch die Tafel. Wir wollen auch nochmal mitspielen. Nur noch 1-4. Ich wollte gerade noch tatsächlich ansetzen, dass ich sage, hoffentlich, ja, vielleicht wird es mal zu 0. Nö, wird es nicht. Maximovic. Der immer schon gelb gesehen hat. Schöner Kopfballtreffer. Wir blicken auf die Wiederholung. Ist perfekt gemacht. So muss er den Ball annehmen und genau da muss der Ball hin. Besser geht's nicht. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Also Maximovic jedenfalls mit dem Tor. Und jetzt Abflug Nico Williams. Lässt da mal zwei Mann stehen. Flanke an den kurzen Pfosten. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiung. Und Oyarzabal. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Zwei Saisontore, also 4 hat er jetzt insgesamt. 2 Tore heute. Szene geht weiter nach diesem... So, weiter geht's mit Halbzeit 2. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Weiter geht's hier im San Mamés. Muniain. Oyarzabal. Escobar. Ah, Ballverlust. Aber gute Idee trotzdem. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Williams. Die Chance für Williams. Ja, klasse, oh. Ball erstmal weg. Glück gehabt, dass der Keeper da noch. Oh, er kann klären. Was macht? Chelsea freut sich über einen Neuzugang, über einen Wunschspieler. Das ist ein Spieler, um den man sich in letzter Zeit wirklich intensiv bemüht hatte. Rui Diaz. Ein toller Treffer. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Gute Aktion vom Torhüter. Wird Abschluss geben, oder? Nee, gibt's nicht. Ich dachte, er wäre noch drin gewesen. Jetzt kommt die Ecke. Ballgewinn, gefährliche Position. Ja, ich dachte, ich krieg da den Konter aufgebaut mit. Ja, nicht so, Mia. Machen Sie jetzt gut. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn.
Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Escobar. Gute Idee. Kommt gegen mehrere dadurch. Oh, und dann hat er Glück gehabt, dass da nicht noch ein Eigentor rauskommt hier, aber guter Laufweg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 30 Minuten noch, genau. Also knapp über eine Stunde haben wir jetzt durch. Enes Ünal. Minus Ünal. Und Filia. Fängt diesen Ball ab. Mit Auge. Und viel Platz für Oyarzabal. Oyarzabal. Was macht er draus? Oh, Nico Williams. Njaki, Entschuldigung. Enes Ünal. Raúl Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Und jetzt geht's weiter. Ah, schade. Gerade ein bisschen viel Fehlpässe. Ruiz Díaz. Tolles Zuspiel. Enes Ünal mit dem Tor. 2-4. Super Aktion. Das sehen wir von ihm nicht das erste Mal so. Das sind die Szenen, die man gegen ihn praktisch nicht verteidigen kann. Neuer Spielstand 4-2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Ah, schönes Ding, Nico Williams. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Und Damian. Ruiz Díaz. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Aber dann kommt doch der Ball von ja, das war doch nicht. Der Foul, es gibt Freistoß. Viertelstunde haben wir noch knapp. Achtung, ein bisschen besser verteidigen jetzt mal. Für Getafe geht es wie folgt weiter. Buschi. Escobar. Tempo. Im nächsten Saisonspiel. Eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit. Ja, ist gut verteidigt da. Resolut verteidigt vor allen Dingen. Wir müssen aufpassen. Alderete. Angeleri. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ja, jetzt sich noch eins schlucken, dann sieht das Spiel ein bisschen was anderes aus, plötzlich das Ergebnis. Jetzt die Hereingabe. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Da ist das Pressing erfolgreich. Oh, Ballverlust da. Das ist die Chance. Klasse gemacht, stark geblockt. Williams. Ball kommt in die Mitte. Den Ball hat er. Da können Sie erstmal klären. So, die Frage, was gibt es denn dafür? Ich glaube, das gibt aber Freistoß für die für den Gegner, für Getafe. Kann ich ein bisschen durchwechseln. Müsste jetzt Freischuss für Getafe geben. Ja, gibt es auch. Konterball, Oyarzabal. Der jetzt gerade noch nichts wirklich auf die ja, schade, ich dachte, kriegt jetzt noch irgendwie eine Situation. Nein, gibt's nicht. 4-2 Endstand. Damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Sie fahren heute also diesen Sieg ein. Damit sind sie bei 6 Punkten. Sie übertreffen die Erwartungen, machen aktuell einen richtig guten Eindruck und so kann es natürlich gerne weitergehen. Ja, so ist absolut es halt. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Escobar Doppelpack heute also erzielt. Überragend. Ja, der Junge ist gut. Nicht nur wegen der beiden Treffer. Man holt sich die 3 Punkte. Szene geht weiter nach diesem Block. Und ich weiß nicht, ob es reicht für die Tabellenführung, nachdem wie Villarreal halt gespielt hat, ne? Interview brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube aber, das müsste reichen für die Tabellenspitze. Ja, sind wir auch. Aber Villarreal hat ja noch ein Spiel. Die müsste ja 4-0 gewinnen, jedes Spiel.
Nächster Gegner ist Betis Sevilla. Hier wurde es ausgeliehen, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr beim Auswärtsspiel gegen Betis Sevilla.